mit Russland, die Beziehungen. Russland hat ja mitgezählt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sie ein Partner werden von Europa, nicht wahr? Und das hat Amerika kaputt gemacht, indem sie die europäischen Politiker gekauft haben, nicht wahr? Und das müssen wir uns bewusst sein. Also dank Putin, würde ich sagen, wirklich dank Putin, haben wir auch noch keinen Dritten Weltkrieg. Das ist ein unheimlich guter Schachspieler. Der hat das fertig gebracht. Er ist zumindest besonnen, hat dich auf den roten Knopf gedrückt. Ja, der hat es fertig gebracht, die ganzen Aggressionen von Amerika abzuwehren. In dem Maße, wo also ein Kerry und ein Obama fürchterlich frustriert sind, weil sie wissen nicht mehr, was können wir machen, um den Typ in die Falle zu locken. Das geht einfach nicht. Und das ist gut. So jemandem kann man vertrauen. Ja. Vielen Dank auch ans Publikum, die so lange durchgehalten haben. Und danke an die, die das einschalten und weiterklicken. Es wird hoffentlich überall gesehen. Wahrscheinlich gibt es auch wieder russische Untertitel. Ich weiß, dass wir im großen russischen Raum, wo russisch gesprochen wird, inzwischen Klickzahlen haben. Die sind jenseits der 30 Millionen. Das ist für mich Globalisierung. Man hört uns zu. Das ist toll. Ich bedanke mich. Mein Name ist Sven Jetzke. Mit der Kiko und bleibt der Mensch. Vielen Dank.